Hallo und herzlich willkommen, blöde Kuh, zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077. Ja, nachdem wir ja uns für Sumi entschieden haben, bin ich gespannt. Wo bin ich überhaupt? Was Reed dazu sagen wird, oder? Aber wir werden ihm bestimmt noch mal begegnen. Oder die Präsidentin. Warum fahre ich eigentlich mit der Karre hier rum? Weiß ich nicht. Gibt es nicht einen Berg hier rum, oder? Oder Präsidentin Meyers. Tja. Okay, Entschuldigung. Hey, wie? Maiko hat angerufen. Vor Sonnenuntergang, vor dem Megatower. Kommst du vorbei? Natürlich. Dann sehen wir uns. Ja, wer auch immer das Auto findet, der darf es behalten. So, warte. Aufträge. Okay. Komme ich hier raus? Sag mal. Mann. Kann nicht so schwer sein. Oh, aua. Oh Gott, hier komme ich nicht mehr weg. Was ist denn das für ein Schiss hier? Ich bin ja weg. Komm ich da hin? Oh. Aua! Das hat mehr weh als gedacht. Gott, ist der drollig. Hab ich den geschenkt bekommen von Mr. Hands, oder was? Boah, das war aber knapp. So, endlich mal wieder Rennmaschinen fahren hier. Zwischen all den Sonntagsfahrern. Junge, du musst auch abbiegen, wenn du abbiegen willst. Fährt er noch geradeaus? Oh, die sind so schlecht.
Wow. Wo kommt der denn wieder her? Ach Gott. Ist ja wieder Gegner. Noch, Mann. Komm schon, lass mich nicht warten. Mach dein Ding. Was? Hansen ist tot? Davon wusste ich aber gar nicht. Wo ist Judy? Hey, wie? Judy! Schön, dass du mitmachst. Ich habe viel drüber nachgedacht. Ihr hattet recht. Manchmal ist das einzig Vernünftige ein Tritt in die Eier und eine Kugel zwischen die Augen. Weißt du, wie ich an Hiromi rankomme? Ich habe den Bauplan. Ich weiß, wie wir es machen. Nicht ganz genau, aber das Penthouse geht klar. Am besten gehst du über die Wartungsebene rein. Da gibt's einen Weg. Okay, gehen wir rein. Sehen wir es durch. Wen? Und? Nein. Nicht. Nein. Rennt mir doch nicht alle ins Sichtfeld. Wie sie lächeln. Bezaubernd. Muss ich drücken? Von Augenzeugen weisen auf Konflikte zwischen den Clans hin. Angriffe auf Außenstehende liegen hingegen im Durchschnittsbereich. Ihr beide geht gleich nach uns rein. Direkt zum Clouds. Wird auch langsam Zeit. Pass auf, da könnten Leute sein. Du musst nur sagen, wen ich umbringen soll. Soll ich die umbringen? Verlink dich mit der Steuertafel auf der anderen Seite. Kannst du sie ausschalten? Warum wird alles hier denn immer beschissener? Was? Sicher. Flutlicht. Generator. Tank. Klimaanlage? Computer? Computer? Generator? Blut? Müllcontainer? Was für eine Steueranlage? Das? Laufstegsegment. Ich weiß nicht, was du meinst. Judy? Ha, da. Nee. Da? Nee. Ich weiß echt nicht, was sie gerade meinen. Da kann ich das von hier aus nicht sehen. Oh.
Ich muss erstmal zu dir rennen. Verdammt. Dann weiß ich zumindest, wo die ist. Sorry, keine Ahnung, ob die Steuertafel ist. Ich wollte es wirklich leise und heimlich machen, aber. Wollen wir das mal eben hängen? Egal. Und dann? Sind alle schon auf Position? Tom und Roxy sollten schon beim Cloud sein. Auf Maikos Signal geht's los. Sie kümmern sich um die Sicherheitsleute, du um Hiromi. Aber zuerst musst du ins Penthouse rein. Okay, bin unterwegs. Fahrstuhl ist auf der anderen Seite. Vorsichtig. Pass auf dich auf. Oh Mann. Wie sieht's aus? Wir sind drin, im Clouds. Wer übernimmt welche Etage? Ich übernehme unten. Tom geht hoch. Wir sind soweit. Okay, bin auf dem Dach. Spring auf den Balkon. Aber pass auf, okay? Auf mein Zeichen! Los! Nein, warte nicht auf mich. Ich will kein Scheißabendbrot. Alles, was... Edlertropfen. Nur der beste Fusel. Hier wäre ich aber auch eingezogen. Guck dir den an. Läuft aus seiner Wache. Aber hier gibt es nicht mal einen Pool. Oh. Ist das eine Kaffeemaschine? Keinen Kaffee nehmen. Schade. Achso, das zum Hängen. Ich weiß gar nicht. Ob es bei der Quest hier... Die haben Alarm geschlagen. Da habe ich auch ein Wörtchen mitzureden. Los hier! Damit noch mal. Kann man den so einen großen Typen übersehen? Endlich jemand, der nicht gleich schlapp macht. Ich weiß gar nicht, bei dieser Quest hier, ob wir das Clouds überhaupt übernehmen können. Ich habe die Quest ja hier schon mal gemacht und ich glaube, ich bin da noch nie zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Boah, Luxus hier.
Sieht ja aus wie bei mir zu Hause. Also im Angestellten-Trakt. Lol. Fuck! Stockwerk ist sauber! Ich hab sie getötet! Alle getötet! Ich auch! Geh zur Überwachungskamera vor dem Sicherheitsraum. Gerne einmal speichern. Hab gehofft, du würdest mit weniger Getöse auftauchen. Zum Glück stecken sie alle in Virtus. Sonst wärst du schon Geschichte. Immer dasselbe. Weibern kann man's einfach nie recht machen. Wissen. Und die ist besonders charmant. Oh, bringen wir es hinter uns. Warum sind da drei Leute? Was hat sie vor? Das ist unser Ziel. Hiromi Sato. Und wer sind die zwei? Das Publikum für unsere heutige Präsentation. Hiromi ist ihnen direkt unterstellt. Und jetzt werden sie sehen, wie er drauf geht. So war das nicht vereinbart. Sieh mich an. Siehst du das? Das Gesicht sagt, keine verfickte Überraschung. Ich kenne die Claws. Für die ist Macht gleich Stärke und Rücksichtslosigkeit. Es ist der einzige Weg. Maiko! Ich hol sie gleich raus. Die werden nach dem plötzlichen Erwachen nicht glücklich sein. Eine Show endet, eine andere beginnt. Genauso gut und unvergesslich. Kapiert? Maiko, in unserem Plan kamen keine Zeugen vor. Wir wollten denen doch Macht demonstrieren. Das braucht ein Publikum. Ich weiß besser als jeder andere, wie das enden muss. Vertrau mir. Ich bin das durchgegangen. Oft genug. Du meinst, du willst Hiromi ersetzen? Mhm. Selbst wenn du dich dafür den Tiger Claws anschließen musst? Scheiße. Wie sonst soll ich das Clouds vor anderen Gangs beschützen? Das gefällt mir überhaupt nicht. Zu spät für Zweifel. Tom und Roxy haben ihren Teil erledigt. Eure Puppenrevolution ist in vollem Gange. Entweder wir untermauern sie und gewinnen, oder alles war umsonst. Mach dein Ding. Naja, sie ist keine Parker. Hey, was ist hier los? Wer ist das? Der lebende Beweis, dass Satos Zeit vorbei ist. Diese Söldnerin hat die Kunden des Clouds schon einmal gestört. Sie hat Oswald Forrest umgebracht. Und nun ist sie in Mr. Satos Privatresidenz eingedrungen. Als wäre das nicht genug. Ist es obendrein das, wohin Hiromis Inkompetenz uns geführt hat. Moment. Was zum Teufel? Ich beobachte Hiromi Satos sinnlose Bemühungen schon lange. Aber das? Ich glaube, es ist offensichtlich, dass seine Zeit abgelaufen ist. Wie? Scheiße, was tut sie da? Das Clouds braucht ein neues Management. Verstehe ich das richtig? Die zukünftige Warte, Maiko. Ich glaube, du übertreibst ein wenig. Wie ich sehe, sind nicht alle einverstanden. Wie? Du musst die erledigen! Dafür sind wir doch hier! Die Puppen im Clouds erklären sich unabhängig. Sie werden den Club von jetzt an alleine führen. Wie? Überlass mir das Reden. Die Tiger Claws bekommen einen Umsatzanteil, aber halten sich aus dem Management raus. Aufhören! Sofort! Ich habe alles unter Kontrolle. Du hast ja nicht mal deine Söldnerin unter Kontrolle. Hiromi wird für seine Inkompetenz bestraft. Später. Und du wirst dich für diese Anmaßung verantworten. Ich werde dich tot. Verdammt!
Ach. Wie? Was zum Teufel hast du dir gedacht? Hast du eine Ahnung, was jetzt passiert? Was kann denn passieren? Sie werden Rache nehmen. Du hast das Clouds in eine tickende Zeitbombe verwandelt. Du wolltest uns alle verarschen, oder? Redest von Befreiung und tust so, als würdest du uns helfen. Und warst doch die ganze Zeit nur auf Hiromis Stelle aus. Bravo. Fehlt nur ein kleines Detail. Ich kann sie immer noch kriegen. Wer soll mich denn aufhalten? Du? Okay, Vee, verschwinde dort. Der Ausgang ist unten im Apartment. Dann such den Fahrstuhl. Ja. Das ist irgendwie immer der Ausgang, den ich immer kriege. Tom und Roxy sind draußen in Sicherheit. Ihnen ist niemand gefolgt. Ich weiß nicht, ob ich versaut habe. Geh runter auf die Straße. Warte bei den Imbissständen. Keine Ahnung. Du hast sie umgebracht? Fuck, fuck, fuck. Du hast sie umgebracht. Was soll ich dir sagen? Judy, ich wollte das nicht. Tut mir leid. Ich weiß. Einen Moment. Ich muss mich sammeln. Ich muss das verarbeiten, und zwar allein. Wir sehen uns wie. Bis dann, Judy. Was zum Teufel willst du, Reed? Du bist eine Enttäuschung, Vee. Für mich, für Song. Yeah. Warte mal. Ich muss weg. Du sagtest doch gerade... Du bist eine Enttäuschung, Vee. Für mich, für Song. Wir hätten ihr helfen können. Zusammen. Das wollte sie nicht. Du hilfst einer Verräterin, die fast die Präsidentin der NUSA umgebracht hätte. Sorry, Reed. Ich habe mich entschieden. Ich mache hier keinen Rückzieher mehr. Du verstehst das nicht. Es geht nicht mehr um uns beide. Ihr zwei seid jetzt Feinde der NUSA. Wir, die FIA, finden euch beide. Es gibt keinen Ausweg mehr, Vee. Schon vergessen? Wir fliehen und du ziehst die Arschkarte. Sicher. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid. Aber glaub mir, wir sehen uns bald wieder. Und ich hoffe, du kommst bis dahin zur Vernunft. Wow, danke für die Warnung. Denk daran, du hast die Verantwortung für sie übernommen. Wenn wir euch finden, wenn, nicht falls, geht es nicht mehr um irgendwelche Abmachungen. Okay. Ich werde jetzt Folgendes machen, wir werden die Folge jetzt hier an der Stelle beenden. Und ich werde jetzt gleich mal ins Internet gucken. Weil mich würde es echt interessieren, ob es dafür auch einen anderen Lösungsweg gibt. Der nicht ganz so blutig endet wie meiner gerade. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.